Bist du schon einmal an die Grenzen deiner Hausbank gestoßen? Das ist das Thema des Interviews mit Siegfried Perini. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Knedel hier. Gleich spreche ich mit Siegfried Perini wieder live auf Facebook aufgezeichnet rund um den Immopreneur-Kongress. Siegfried Perini ist Finanzierungsvermittler und der besonderen Art. Der ein oder andere aus der Community kennt ihn sicherlich. Gerade auf Facebook ist er sehr, sehr aktiv unterwegs, unterstützt uns immer wieder mit sehr, sehr wertvollen und werthaltigen Beiträgen. Er ist tief in der Materie drin und ja, freue dich jetzt auf ein spannendes Interview. Möchtest du Siegfried übrigens auch persönlich kennenlernen? Er ist auch Sprecher auf dem Immopreneur-Kongress am 10. und 11. November 2018. Dann schnapp dir noch eines der wenigen Tickets unter www.immopreneur-kongress.de beziehungsweise schau einfach in die Shownotes zu dieser Folge. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei dem Live-Interview. So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde rund um den Immopreneur-Kongress. Jetzt, wo wir dieses live ausstrahlen, dieses nette Gespräch, was wir führen werden gleich, sind es gerade noch 14 Tage hin zum Kongress, beziehungsweise in 14 Tagen ist er gerade vorbei, also noch 12 Tage. Dann geht es los mit dem Kongress. Und jetzt warten wir einen kleinen Augenblick, bis wir auch entdeckt werden auf Facebook. Im Moment, jetzt kommen die ersten Zuschauer rein. Das dauert aber einen kleinen Augenblick. Und ja, dann würde ich sagen, wer uns hören und sehen kann, freue ich mich auf einen kurzen Kommentar, dass alles gut läuft. Und ihr seht hier schon meinen Interviewgast, sind Siegfried Perini. Siegfried Perini ist Finanzierungsspezialist. Hallo Stefan, sei gegrüßt, fleißig gleich wieder dabei. Cool. Hallo Dominik, sei gegrüßt. Ja, wir sind hier heute rund um das Thema Finanzierung wollen wir sprechen, Immobilien, Deals eben machen. Jetzt kriege ich auch noch einen Anruf, zum Glück leise gedreht. Und wir wollen sprechen über das Thema, was sind so die Grenzen, wenn du eben über die Hausbank finanzierst? Das ist ja auch Thema deines Vortrages. Wir streifen das Thema hier auch auf dem Kongress dann natürlich noch viel, viel tiefer gehend und auch später wieder eine nette Live-Q&A-Session. Das heißt, packt schon mal eure Fragen zurecht an Siegfried. Hat mir eben im Vorgespräch gesagt, ist er gerne dabei. Ich werde die Fragen dann immer auch durchgeben an ihn und dann können wir sie immer auch diskutieren, reflektieren, was so geht. Also, Bild und Ton sind top, sagt Hamodi. Na wunderbar, dann würde ich sagen, legen wir los. Vielleicht, Siegfried, stellst du dich mal ganz kurz vor, was so dein Kernkompetenzfeld ist. Ich hatte ja eben schon gesagt, du bist Finanzierungsvermittler. Bist ja sehr aktiv bei uns in der Community auch unterwegs. Deswegen kamen wir auch auf die Idee, warum nicht mal auf einem Workshop auf dem Immopreneur-Kongress. Hast du auch gleich zugesagt, fand ich eine coole Nummer. Ja, erzähl mal ein bisschen zu dir und was du so den ganzen Tag treibst. Ja, also hallo erstmal an alle. Freut mich, dass hier so reges Interesse dran ist an unserem Gespräch. Ich bin 53 Jahre alt, zum zweiten Mal verheiratet, drei erwachsene Kinder. Ich bin seit 1986 in der Finanzierung tätig, habe damals meine erste Baufinanzierung gemacht, habe dann 1991 angefangen, die ersten. Dann nannten sie noch Kapitalanleger. Ich mochte den Begriff eigentlich nie so richtig. Er ist immer noch weit verbreitet. Investoren sind wir eigentlich lieber oder Investor finanziert. Das war damals noch eine überschaubare Anzahl von Banken, die das gemacht hat. Und dann war mal zwischendurch so ein bisschen Pause, 98, 99, so bis etwa 2005. Da haben die Banken die Anforderungen etwas verschärft. Man hat immer wieder Eigennutzer gemacht. Die sogenannten Investoren sind damals recht wenige gewesen.
Dann hat das Ganze etwa 2006, 2007 wieder angefangen. Da habe ich damals gesagt, ich mache eigentlich nur noch Finanzierungen. Ich habe auch eine Zeit lang Versicherungsmakler gemacht und habe dann so vor mehreren Jahren, 3, 4 Jahren, hat es wieder angefangen mit den Investoren, weil immer mal wieder Nachfrage kam. Ich habe einen Denkmalschutz in Leipzig oder ich will hier im Nachbarn ein Haus kaufen und vermieten und, und. Und die Banken waren dann auch wieder weniger restriktiv. Also es gab Zeiten, wo Normalverdiener sehr schwer eine Finanzierung über einen Vermittler bekommen hat. Ja, und dann bin ich über die Gruppen auf die Investoren aufmerksam geworden und da hat sich das rasant entwickelt. Wir machen immer noch jeden Monat etliche Eigennutzer. Ich sag mal, das ist die Basis, da verdienen wir das Geld. Und da kriegst du auch das Wissen, das du brauchst. Es gibt ja viele Kollegen, die brüsten sich, sie sind auf Investoren spezialisiert. Ich bin auf Immobilienfinanzierungen spezialisiert und ich sage mal, wer den Investor finanziert, muss eigentlich auch wissen, wie er sein Eigenheim finanzieren kann. Und es geht ja auch teilweise nahtlos über, beziehungsweise es muss nachbesichert werden, es muss Kapital beschafft werden und das macht man da eigentlich tagtäglich und ich sehe da eigentlich keine Gegensätze, sondern Überschneidungen. Ja, auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Muss das eine super Spezialisierung sein oder nicht? Ich denke auch, viele Strukturen sind dann natürlich sehr, sehr ähnlich hinten dran. So ein bisschen die Zweckbestimmung dann sicher das Darlehen. Ja, jetzt bist du im Thema Immobilienfinanzierung schon sehr, sehr lange drin. Mir ist ja eben aufgefallen, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, dass du auch sehr umtriebig bist, auch was Social Media angeht. Da bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, schon vor langer Zeit immer hilfsbereit unterwegs, Fragen beantworten, volle Lotte immer dabei. Man merkt auch, okay, du bist da richtig tief drin. Wir haben uns auch schon persönlich kennenlernen dürfen. Ich glaube, auf einer Messe war das gewesen, auf der Deutschen Immobilienmesse. Dann endlich war es soweit, glaube ich, letzten Sommer. Das kann ich mir genau. Erstmal hier schickes Format, meint die Stefanie Schäfer. Sie ist übrigens Immobiliensachverständige und hat auch einen YouTube-Kanal unterwegs, gerade einen Preis gewonnen, habe ich gesehen, auf der Expo Royal. Wünsche einen schicken Sonntagabend, meint sie, ebenso zurück. Dann Friedemann, hallo, sei gegrüßt, ein paar bekannte Gesichter schon da. Ja, lass uns mal so ein bisschen sprechen über, ja, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was sind denn so die größten Herausforderungen von Investoren, die so auf dich zukommen? Jetzt ohne ganz zu speziell zu werden, sondern kommen Investoren zu dir, die haben vielleicht schon ein bisschen was gemacht. Stephanie wird ganz rot, sagt sie, brauchst du nicht mehr. Um Himmels Willen, herrliche Kommentar manchmal. Das war mal kurz einblenden sogar. Ist immer gut drauf. Was sind so die größten Herausforderungen, die du siehst bei Investoren, die schon so ein bisschen was investiert haben, die eine oder andere Finanzierung gemacht haben und dann eben weitermachen wollen? Ja gut, man muss sich erst einmal die ganzen Unterlagen anschauen. Die Leute sind ja meistens gewohnt, ich gehe zur Hausbank, die kennen mich, die kennen ja meine Zahlen und da ist es meistens so, dass die Anforderungen an die Unterlagen nicht sehr groß sind. Das heißt, die Bank kennt dann oft auch die Objekte in der Umgebung, vielleicht war sie sogar am Verkauf beteiligt oder hat das Objekt schon mal finanziert. Sie haben dann irgendwelche Unterlagen und die Banken sind auch leider immer noch ein bisschen schlampig, sage ich jetzt einmal, die Regionalbanken vor allen Dingen, was Unterlagen anbelangt in der Vergangenheit und auch bei Neuanforderungen. Da sind wir bei Eigennutzern ganz, ganz anderes gewohnt. Also da wird also pingelig genau alles geprüft, da muss alles beschafft werden, ist da eine Kubatur nicht da. Ist dann eine Flächenberechnung nicht da? Ist bei einer Eigentumswohnung der Aufteilungsplan nicht da? Mein Lieblingsbegriff, Aufteilungsplan. Das sind die Pläne, die in der Regel hinten an der Teilungserklärung dran sind, die keiner hat. Die sind beim Grundbuchamt, die hat kein Hausverwalter, kein Notar, der verzichtet dann in der Regel drauf. Ja, und wir brauchen die dann. Und dann muss ich mir also diesen Kunden anschauen, der hat ein Sammelsurium. Das Haus hat er direkt in der Ecke, das Haus hat er einen Ort weiter,
Dann sind da noch zwei, drei Häuser, ein Mehrfamilienhaus, dann hat er eine Wohnung noch weiter weg finanziert. Ja, und dann kommt er und sagt, naja, die Hausbank macht nicht mehr. Ich bin jetzt bei 4 Millionen, die will nicht mehr, die sagt, du bist zu groß für uns. Ich will aber hier noch einmal weitere 5 oder 6 oder 8 Millionen investieren, weil, ja, so. Gut, dann müssen wir das Ganze erstmal zusammensammeln, das heißt sämtliche Bauunterlagen, Finanzierungsunterlagen, sämtliche Einkommensunterlagen. Es sind ja nicht immer nur Angestellte, die dann drei Gehaltsabrechnungen bringen müssen und die vom Vorjahr und der letzte Steuerbescheid, sondern es sind Selbstständige, wo wir dann halt auch teilweise die letzten 3 Jahre oder länger zurückverfolgen müssen. Es muss ja auch eine geschäftliche Entwicklung nachvollzogen werden, was bei solchen größeren Sachen sehr wichtig ist. Es muss nachhaltig Geld verdient werden. Also das heißt, die Kunden müssen auch der Bank zeigen, dass das Ganze auch funktioniert, wenn mal ein Mietausfall da ist. Ja, da werden dann Szenarien gemacht. Das schreibt ja auch die Wohnimmobilienkreditrichtlinie vor. Was ist, wenn zum Beispiel die Mieten um 25% zurückgehen? Oder das sind jetzt irgendwelche fiktiven Beispiele. Nimm die jetzt also bitte nicht wörtlich. Oder wenn jetzt hier Mietausfälle sind oder wenn ein Prozess mal geführt werden muss, Kosten in einer fünfstelligen Höhe auf den Kunden zukommen, da wird der Kunde schon einmal durch so eine Excel-Tabellen-Szenario-Kette durchgejagt, ob der überhaupt gut genug ist, um dem Ganzen standzuhalten. Ja, also wenn man da mal ein bisschen größer reingeht, das kann beim Normalverdiener, sage ich jetzt mal, mit 3,5 Netto dann ab der siebten oder achten Wohnung sein. Es kann beim Selbstständigen, der 100.000 Gewinn macht, dann ab der fünften oder sechsten oder achten Million sein. Und da sind die Herangehensweisen und die Herausforderungen oder die Anforderungen schon eine Ecke größer. Ja. Und ja, und da kommt es dann halt auch immer drauf an, ist der Kunde geduldig oder rennt er woanders hin? Und wenn er geduldig ist, wird er dann meistens damit belohnt, dass wir dann alles geprüft haben. Und dann kann es auch bei den nächsten Objekten sehr schnell gehen. Das heißt also, da brauchen wir dann 3, 4 Wochen, um jetzt eben genau das nächste Projekt zu prüfen. Das kriegt er genehmigt. Und dann kann es auch mal passieren, beim nächsten dauert es dann nur noch einen Tag. Es kann auch sein, wir hatten einen, da hat es nicht einmal eine Stunde gedauert, bis er die Zusage hatte. Ja, also es ist dann verrückt. Also wer jetzt zuhört und das von mir kennt, der wird sagen, ach Mist, ich bin der mit den 3 Wochen. Und vielleicht hört auch jemand so und sagt, hahaha, ich war der mit der Stunde, ja. Also man kann es so nicht sagen, sobald es mal mehrere Objekte sind, das wirst du ja selber wissen, gehen die Banken anders ran. Wir haben ja auch ein paar Künstler dabei, die es immer wieder schaffen, mit normalem Einkommen oder kleinen Gewinnen schon beim 40. Objekt zu sein. Das sind gute Verkäufer, die haben auch in der Regel gute Objekte. Aber die Regel ist das nicht. Also da bin ich so ein bisschen der Arndt Uftring, der Finanzierungsvermittler. Ich warne ja auch öfters mal ein bisschen und passe auch ein bisschen auf, dass die richtigen Kunden bei unseren Banken landen. Aber es sind schon manchmal Herausforderungen mit den Unterlagen, wo die Leute ziemlich genervt sind. Ja, kann ich also absolut nachvollziehen. Schlecht aufbereitete Unterlagen ist natürlich immer ziemlich blöd. Jetzt hatte ich gerade so ein bisschen mal rausgehört, okay, Investoren, die Anfragen, Finanzierung anfragen, schon einen gewissen Bestand haben, egal ob jetzt im Millionenbereich oder eben 6, 7 Wohnungen und die Bank dann sagt, mach ein bisschen langsamer, dann mal eine Nachfrage. Kann ich das nicht auch dadurch beeinflussen, dass eben meine Objekte, also wenn ich jetzt so 5, 6, 7 Wohnungen habe und die Objekte entsprechen sehr gut den Bankkriterien, also Beleihungsauslauf und oder Kapitaldienstfähigkeit, dass die eben auf grün stehen, die Ampeln, ist es dann nicht logisch, dass die Bank dann sagt, ja, nee, das erhöht ja sogar deine Bonität, also gerade was die Kapitaldienstfähigkeit eben angeht, das ist wahrscheinlich der wichtigere Wert, korrigiere mich gerne. Nee, kauf zu. Oder ist das der Bank, sagt sie trotzdem, nee, gewisses Volumen ist erstmal Schluss. Das liegt oft daran, dass diese Investoren von kleineren Banken kommen. Also die kommen von einer kleineren Sparkasse oder von einer kleineren Raiffeisenbank. Und
Mach mal ein Beispiel, die machen vielleicht 20 Millionen Finanzierungen im Jahr und dann ist da ein Kunde dabei, der jedes Jahr 4 Jahre hintereinander 2 Millionen nimmt und dann kommt dann der Aufsichtsrat und sagt, oh, wenn der uns umgeht, ja, Zahlen hin, Zahlen her, wollen wir nicht mehr, ist uns zu heiß. Also meistens kommen die daher. Weniger ist es die Bonität, weniger ist es die Kapitaldienstfähigkeit, also die Objekte, die wir da teilweise sehen, die sind bombig. Da wird dann oder wurde mit 8% eingekauft, die wurden saniert, da wurde Wohnraum geschaffen, da wurden Mieten gesteigert, da sind manchmal 12% dabei, also oder noch höhere Renditen, also die sind richtig geil. Ja, da musst du dann sagen, schön, also wenn du so einen Kunden dann vorstellst und sagst, na gut, der hat jetzt, ich nehme mal Beispiel, 4 Millionen und da ist alles zwischen 10 und 12% und der hat noch ein entsprechendes Einkommen und Gewinn, da tust du dich natürlich einfacher. Ja, weil es gibt halt immer wieder Banken, die sagen, wir geben jetzt dieses Jahr mal 5 Millionen ein bisschen außerhalb der Region raus, wenn die Bonität gut ist, wenn die Objekte gut sind, wenn wir das nachvollziehen können, wenn die gut bewertet sind, dann machen wir das. Ja. Natürlich machen wir auch die kleinen Finanzierungen. Wir machen auch 50.000er Darlehen, wir machen auch 100.000er Darlehen, wir machen auch das erste Objekt, wir machen auch das zweite Objekt, das mache ich genauso. Aber es ging ja hier darum, wo hebe ich von den anderen ab, beziehungsweise wo ist ein bisschen Spezialisierung da? Und das ist das, was wir eigentlich die letzten 2, 3 Jahre vermehrt gemacht haben. Das kam irgendwie von alleine. Weil du sagtest, die Verdrahtung, die ich habe, die ist eigentlich schon, ich bin jetzt 11 Jahre auf Facebook, sagte gestern Facebook. Und ich habe vor Jahren angefangen, zu vielen Versicherungsmaklern, ich bin ja selber noch Makler, ich habe eine Zulassung, auch wenn ich da so gut wie nicht mehr aktiv bin, die man dann auf Messen, Kongressen, Veranstaltungen trifft. Und die haben dann immer gesagt, ah, ich habe keine Lust auf Finanzierung, kann ich mal zu dir kommen, wenn ich was habe. Und da habe ich irgendwann mal angefangen zu sagen, schickt mir mal einfach alles, was ihr bekommt. Wir gucken uns mal alles an. Und so hat sich das entwickelt. Und da kamen dann auch Investoren, Eigennutzer, wo die Hausbank nicht wollte, nicht mehr wollte. Wir machen also bei Eigennutzerselle 100% Finanzierungen, 115% Finanzierungen. Viele, wo gekauft wird und sehr viel saniert wird, weil das wollen ja auch viele Standardbanken nicht mehr. Also da haben wir auch schon seit Jahren eine Spezialisierung, die bei den Investoren uns natürlich zugute kommt. Dann kennen wir natürlich auch die ganzen Tools, mit denen die Plattformen arbeiten, von LoRa, Sprengnetter bis zu was weiß ich was. Und wir können ja damit arbeiten über die Plattformen und können auch da gewisse Voreinschätzungen vornehmen. Und das machen dann die Banken sowieso. Die haben dann noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Die können noch ein paar Klicks mehr machen. Man sagt ja immer 5 to click, 10 to click. Das heißt bei Sprengnetter oder bei LoRa. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es ist. Sprengnetter ist es, glaube ich. Und so kann man dann auch schon dem Kunden den einen oder anderen Tipp geben und sagen, ja, ich würde vielleicht das nicht kaufen, das sieht nicht so toll aus und passt auch nicht so ganz in dein Portfolio oder zu deiner Bonität. Und so ist man dann im Austausch und so entwickelt sich das dann. Ja, ich habe jetzt ein paar Dinge gerade aufgeschnappt. Das war ja eine ganze Menge gewesen. Bevor Ja. wir auf die Fragen kommen, Friedemann, deine Frage nehmen wir gleich natürlich mit rein. Habe ich jetzt mal gerade, will ich noch mal einen Punkt rausstellen. Und zwar, es gibt Banken, da sind wir Investoren denen schon zu groß teilweise, sind nicht, wie du eben schon sagtest, wo wir gar nicht so Riesenvolumina vielleicht bewegen, aber im Verhältnis der Bank, die gucken einfach drauf, dass sie eben selbst keine Klumpenrisiken haben. Ich kenne das auch aus ganz großen Bereichen. Ich war ja früher so eher im oder auch im beratenden Bereich unterwegs, wo dann 50, 100 Millionen Finanzierungen gemacht wurden. Und diese Finanzierung machen sehr oft ja nicht eine Bank, sondern gibt dann eben Konsortialgeschichten. Das heißt, eine Bank ist die führende Bank und die hat dann zwei, drei andere Banken hinten mit dran. Das wird natürlich bei unseren typischen Finanzierungen nicht gemacht, weil zu klein, 1, 2, 3 Millionen Euro oder auch kleiner.
Und dann addiert die Bank eben einfach zusammen und sagt dann vielleicht bei 10, 20 Millionen, da ist jetzt definitiv Schluss. Da können die Objekte noch so gut sein, da kann der Investor noch so gut. Babs meldet hier gerade auch, das Thema kenne ich ganz genau, das ist, kenne ich auch. Deswegen muss man schon mit mehreren Banken auch arbeiten. Dann ist, wenn einem das bewusst ist, dann ist es, glaube ich, auch gar nicht so schlimm. Aber noch, ich will da den Punkt nochmal anhaken. Wenn wir jetzt, also du hast einen Kunden, der ist ein Investor, der ist lokal in der Gegend unterwegs. Was sind das dann für typische Banken, an die du gehst? Weil die meisten sind ja mit lokalen Banken unterwegs, behaupte ich jetzt mal. Das heißt, die Sparkasse, Volksbank um die Ecke. Suchst du dann überregionale Banken, Spezialbanken oder einfach andere regionale Banken? Was ist so da das Grundrezept? Ja, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Das geht. Es ist immer am einfachsten, wenn man auch eine Konsortialfinanzierung macht. Ja? Das heißt also, was ganz gut ist, in der Region auf die Bausparkassenvertreter zuzugehen, die dann die Kontakte haben. Ob das, also wir lassen jetzt mal die Namen weg, die Bausparkasse ist oder die Bausparkasse. Der kennt zum einen die Sachbearbeiter, der kann einen Teil auch oft bei der eigenen Bausparkasse refinanzieren. Die sind ja die letzten Jahre da sehr offen geworden, dass sie sagen, hier, wir machen hier mit der Sparkasse oder mit der Volksbank halbe halbe. Und das Gleiche geht auch teilweise mit den etwas größeren Banken. Und so ist da im Laufe der Jahre ein Netzwerk entstanden, wo wir dann also einfach, ich sage mal, fast bundesweit oder eigentlich bundesweit darauf zugreifen kann und sagen kann, ich habe zum Beispiel im Raum Berlin da ganz gute Drähte, ja, warum auch immer, die haben sich halt entwickelt, so mit der Nachfrage, so ist es genauso in München, so ist es im Ruhrgebiet, so ist es in Bayern, so ist es in Thüringen, so ist es in Württemberg, also ich nenne jetzt mal einfach mal die Regionen, die mir so spontan einfallen. Und da weiß ich dann, wen ich anrufen muss. Und der sagt dann, ja, ich habe da eine Bank und die macht es. Und wir haben interessanterweise auch die letzten 2 Jahre sehr, sehr viele, ich sag mal 107 bis 115% Finanzierungen. Das sind so diese Oberbegriffe gemacht, weil der Wunsch zum einen da war, aus steuerlichen Gründen, zum anderen, um Geld für eventuelle Nach oder welche spätere Finanzierungen auf der Seite zu bewahren oder um einfach liquide zu bleiben. Und es hat funktioniert. Ja, und so ist da ein Netzwerk, also ich sag mal, das Adressbuch hier drin ist sehr wichtig. Da sind sie nämlich alle drin. Ich denke mal, meine Kontaktdatenbank, die ist mittlerweile tausende von Adressen groß. Und mit Sicherheit sind da auch hunderte von Kontakten aus der Finanzierungsbranche drin, wo ich dann sage, hier Karl aus Berlin zum Beispiel, machen wir die Finanzierung, wir teilen uns irgendwie die Provision, aber wir machen sie. Und so ist es entstanden und so hat sich das entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Das Netzwerk ist da auch alles definitiv so. Kann ich absolut nachvollziehen. Das heißt, ist es auch relativ egal dann über die, wenn du jetzt beispielsweise über Bausparkassen gehst, in welcher Region die Immobilie liegt, oder musst du dann schon gucken auf das Regionalprinzip? Das sehe ich immer so ein bisschen als Herausforderung bei mir. Wir sind ja in verschiedenen Regionen unterwegs und es ist halt manchmal auch sehr mühsam, natürlich immer wieder mit neuen Bankkontakten zu arbeiten, wenn da eben Volksbanken, Sparkassen sagen, Regionalprinzip. Ja, manchmal ein weiches, manchmal ein hartes Regionalprinzip, so nenne ich das. Hart, dann, wenn Sie wirklich nicht wollen, manchmal weich, dann sagen Sie, okay, du hast ja deinen Unternehmenssitz hier, also können wir auch mal woanders machen, aber dann können wir es damit begründen. Erschließe ich mir manchmal nicht immer so richtig. Wie siehst du das da mit diesem Regionalprinzip? Wie stark kann man das ausweichen? Oder sagst du, hat gar nichts damit zu tun, sondern die sind sowieso breiter unterwegs? Also, um die Frage so zu beantworten, hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Da sind wir einfach zu breit unterwegs. Wenn es nicht zur Finanzierung kommt, liegt es also selten daran, dass wir die Bank nicht haben. Es liegt in der Regel daran, dass die Bonität nicht passt. Also wir haben sehr viele Anfragen, wo einfach die Einkommen oder die Gewinne zu schwach sind.
Da haben wir halt die meisten Absagen, wo wir entweder gleich absagen müssen oder dann spätestens bei der Prüfung, wo ich sage, guck mal, geht da was? Ja, vielleicht geht was und dann geht es halt doch nicht. Aber jetzt rein von der Finanzierbarkeit sind wir da also bisher noch nicht an Grenzen gestoßen. Okay, gut. So, dann springen wir mal rein in die Fragen. Wer also Fragen hat, dann gerne raus damit. Hier Friedemann fragt, kann man vom Gewinn bei Selbstständigen pauschal auf das mögliche Finanzierungsvolumen schließen? Sagen wir 50.000 Euro im Jahr Gewinn, gibt 300.000 Finanzierungsvolumen bei sauberer Schufa und keinen weiteren Krediten. Jein. Also ich sage mal so, wenn man mal in der Größenordnung 60, 70, 80.000 Euro Gewinn oder höher ist, dann geht einiges. Wenn man mal über 100 ist, geht einiges. Wenn man mit 50.000 kommt, ist relativ schnell Schluss. Weil man muss einfach sehen, es gibt ja immer diese Haushaltsrechnungstabellen, die gern herangezogen werden. Da heißt, naja, der erste braucht 850, der zweite braucht 250, das Auto braucht 200, das Kind ist durchs Kindergeld gedeckt. Ja, so, jetzt müssen wir mal nachfragen, welches Kind kann man denn mit dem Kindergeld ernähren? Kann man nicht. Da kann man nicht in Urlaub fahren, da kann man es nicht einkleiden. Ich sage mal, für ein Kind, ich nehme mal das Beispiel Kind, müsste ich eigentlich realistischerweise vielleicht 500 Euro veranschlagen und kriege aber nur 200 Euro Kindergeld, um es pauschal zu sagen. Das heißt also, die Banken rechnen dann intern schon mit realistischeren Zahlen. Die sagen dann, naja, gut, wir schauen uns jetzt mal seine Kontobewegungen an. Der teilt das und das Auto, das kostet nun mal so viel. Ja. Dann müssen wir davon ausgehen, die wollen noch Kinder. Jede normale Familie hat nun mal 1, Kinder. Also müssen sie schon mal mit ein bis zwei Kinder rechnen. Dann Urlaub, dann Altersversorgung, Krankenversicherung, alle diese Dinge. Und wenn man das mal alles realistisch hochrechnet, von 50.000 Euro Gewinn gehen ja noch Steuern weg, gehen ja Krankenversicherungsbeiträge weg. Da bleibt arg viel mehr, sage ich jetzt einmal, beim normalen Steuersatz oder wenn er jetzt eine große Abschreibung hat, normale Krankenversicherung bezahlt, bleiben da nicht mehr wie 3.000 Euro zur Verfügung übrig. Ja, so. Und wenn die Bank jetzt nur ein bisschen realistisch rechnet, ist es noch weniger. Und da kommen dann halt schon recht schnell Grenzen raus nach oben, wo die dann sagen, mit 50.000 Euro Gewinn ist nicht so viel drin. Da sind zwei, drei Objekte drin, vielleicht noch das eigene genutzte. Wenn er Eigenkapital hat, ist noch mehr drin, wenn er sparsam ist, wenn er keine Ratenkredite hat. Aber das wissen wir ja selber, mit 50.000 Euro Gewinn kann er auch nicht jedes Jahr 20, 30.000 Euro sparen. Wo soll denn das Kapital herkommen, ja, wenn er nicht Schwarzgeld hat? Ja, genau, das ist der Punkt. Das heißt also im Kern, ich fasse nochmal zusammen, geht es um die Haushaltsrechnung und erst darüber kann natürlich dann hochgerechnet werden. Sprich, die Haushaltsrechnung muss erstmal passen. Ich glaube, das ist auch ziemlich egal, wie professionell wir als Investoren schon unterwegs sind, wie groß hinten dran die Haushaltsrechnung, die muss immer passen. Ja. Ist das auch so, wenn ich mit Gesellschaften arbeite? Also ja, das kenne ich aber. Ja, natürlich. Ist so. Ich werde das immer wieder gefragt. Also wenn ich jetzt natürlich eine Gesellschaft habe, wo reden wir jetzt über eine Gesellschaft, wo das Gewerbe ausgeübt wird oder wo Immobilien drin sind? Nee, wo Immobilien drin sind, genau. Da haben ja viele von uns auch, wir selbst machen das auch, gewerblich teilweise Vermögensverwaltung, GmbH eben, aber da gibt es ja oft auch eben Durchgriffshaftung und solche Dinge, was dann eben Richtig, vereinbart wird. genau. Also die persönliche Haftung ist ja heute eigentlich die Regel. Wenn natürlich jetzt die Gesellschaft hoch verschuldet ist, also alles zu 115% finanziert ist, dann spielt natürlich der Gewinn oder das Einkommen eine große Rolle. Wenn ich jetzt hier einen Verschuldungsgrad habe, der realistischerweise oder sogar mit Abschlägen nur bei 70, 80% ist, entsprechende Überschüsse bei Mieten da sind, dann geht da natürlich schon einiges.
Ja, kann ich nachbesichern, dann kann ich dort mit Grundschuld, Zweckerklärungen, Nachbesicherungen einiges machen, Mietabtretungen und, und. Also da geht dann schon viel, viel, viel mehr wie bei dem anderen Fall. Aber was immer sehr gut ist, ist einfach der Gewinn aus dem Gewerbebetrieb oder der Gewinn aus dem normalen Einkommen. Ich warne ja immer davor, seinen Job aufzugeben und nur von den Mieten leben zu wollen. Das sehen die Banken eigentlich gar nicht gern. Dürfen sie auch gar nicht gern sehen. Im Grunde genommen nach der Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist so jemand eigentlich gar nicht mehr finanzierbar. Ich erlebe, seit die Wohnimmobilienkreditrichtlinie raus ist, dass es trotzdem immer wieder Banken gibt, die es machen. Ja. Unsere machen es nicht, aber naja, es ist halt so. Ja, wobei ich, ja, ich lebe auch nur von meinen Immobilien. Ich sage ja, wenn du die Hälfte der Schulden weg hast oder 30, 40% der Schulden weg hast und hast fünfstellige Gewinne im Steuerbescheid, dann ist es natürlich ganz anders zu bewerten, wie jemand, der 1800 netto hat, Ja, drei klar. Eigentumswohnungen und 300 € Mietüberschuss Ja, gerechnet ja, mit ja. Darlehen. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren. Bisschen von der Größenordnung abhängig, aber auch Ja, um das natürlich. jetzt so zu sehen, ganz wichtig, also es geht definitiv von Mieteinkünften zu leben, auch finanzierbar zu sein, aber du hast natürlich nicht im Einstieg, auch wenn man dann sieht, man hat 500.000 Euro übrig aus der Miete, hat sieht die Bank eben noch lange nicht so. Da muss dann noch ein bisschen mehr daher. Das ist so. Deswegen sage ich auch hier, wenn unsere Investoren immer rufen, bei uns in der Mastermind passiert das öfters, in der Mastery auch, wir kündigen jetzt unseren Job. Ich so, halt, warte, 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 guck noch einen Moment. Und ist wichtig, weil für die Finanzierung, dass man eben weiter Gas geben kann und dann das sauber zu strukturieren. Und dann kenne ich einige, die das dann eben schrittweise runterfahren. Und das ist dann der richtige Weg. Und auch erfolgreich bei vielen, wo ich es eben schon erlebt habe. Ja, wenn Siegfried näher kennenlernen möchte und auch persönlich mal ihm die Hand schütteln möchte, oder ist ja auch, bist auch als Experte, glaube ich, dabei, richtig, wenn ich das verstanden habe, im Individualgespräch auch, das heißt, mit deinem Projekt mit ihm sprechen möchtest, ja, dann komm auf den Kongress, auf den Immobilien Kongress, 10. 11. November findet er statt. Du bist, glaube ich, beide Tage da, Ich bin richtig? beide Tage da. Ja, wunderbar. Also, wer da noch kein Ticket hat, schlägt am besten zu. Wir haben den Link oben nochmal eben reingebracht. Ja, dann fragt Stepan, sorry, wenn ich es nicht richtig verstehe. Stepan, glaube ich, ist der Name. Trotz keinen Kredit, außer der steht das. Ah, ne, Moment, hier. Das war das. Wie sieht es aus bei euch, trotz guter Haushaltsrechnung, Probleme mit der Schufa? Also, Schufa ist nicht so dolle. Der Score ist einfach schlecht, warum auch immer, bekommt man da noch Finanzierungen, wenn sonst die Haushaltsrechnung gut ist. Schwierig. Also es gibt Kollegen, die sind darauf spezialisiert. Wir sind es nicht. Also alles, was beim Schufa-Score, sage ich jetzt mal, ja, da gibt es ja verschiedene. Man nimmt ja meistens immer diesen prozentualen, der ja eigentlich für die Immobilienfinanzierung gar nicht so wichtig ist. Und dann gibt es ja noch die Buchstaben. Ich sage mal so, wenn dieser Score mal die 90 oder drunter erreicht hat, dann wird es schwierig, da überhaupt noch eine Finanzierung zu bekommen, also trotz guter Haushaltsrechnung. Wenn natürlich andere Kriterien drinstehen, wie Insolvenzverfahren erledigt ist oder meine Rechnung nicht bezahlt oder Inkassoanfragen oder so, das sind alles Dinge, wo die Banken nicht sehen. Beim Eigennutzer drücken sie manchmal ein Auge zu. Aber beim Investor eher nicht. Ja, wichtig bei der Schufa ist auf jeden Fall zu checken, warum der so schlecht ist. Auch mal zu gucken, also mit einer Eigenauskunft mal zu schauen, vielleicht auch auszuloten, ob da vielleicht Fehler drin sind. Oder ansonsten halt dran arbeiten, dass er eben auch wieder besser wird. Habt ja oft einen Grund irgendwo, und dann das eben auch wieder bearbeiten kann. Oft müssen Dinge ja auch gelöscht werden nach gewissen Jahren, 1 bis 3 Jahren, glaube ich, je nachdem, was es ist.
und das dann auch dafür sorgen, dass es die Schufa tut, wenn das Thema eben natürlich auch erledigt ist, was es auch war. Ich habe nur sehr oft schon mitbekommen, dass eben aus der Auskunft heraus, war bei mir selbst auch gewesen vor einigen Jahren, mal wirklich gravierende Fehler drin waren und dass dann, wie das gelöscht wurde, also sprich zu oft umgezogen oder sonst dergleichen, das drückt ja auch den Score, einfach ein paar Adressen mal löschen, dann hat das durchaus geholfen. Also einfach mal aufzuräumen mit der Schufa, Eigenauskunft. Ich würde auch den Bezahlt-Account mir organisieren, meineschufa.de, da findet man den und das hilft eine ganze Menge. Ja, wenn es noch weitere Fragen gibt, dann raus damit. Sonst gucke ich gerade noch mal durch, ob noch Fragen drinnen waren. Ansonsten müssen wir mal gucken. Also trotz Kredit, außer der Junge steht das. Ja, genau. Also das mit dem Score eben. Ja, wenn noch ein Thema. Thomas, ich wollte noch was sagen, weil das war mir Ja. jetzt vorhin ein bisschen zu einseitig mit dem Aufhören, mit dem Arbeiten. Also Problematik ist, dass viele zu früh aufhören. Ja, ich will ja auch aufhören irgendwann mal. Das heißt also auch von den Mieten leben. Ich investiere ja auch, ob das jetzt in Russland, in Spanien oder in Deutschland ist. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich sagen will, jetzt ist Schluss, jetzt will ich davon leben. Das Problem ist nur, dass ich beobachte, dass mittlerweile viele unterwegs sind, die schon nach 3 oder 5 Jahren aufhören wollen zu arbeiten und eigentlich noch in der Finanzierungsphase sind. Das heißt, die sind irgendwo noch bei 100% oder sogar noch höher, wenn man jetzt gemessen am Einkauf das Ganze bewertet. Und rechnen die Werte schön, weil wir halt jetzt Jahre hatten, wo die Werte immer hochgingen und es ist einfach, ja, wenn jetzt einer kommt und sagt, hier, ich habe jetzt 30 Immobilien und die sind runterbezahlt um 30%, ich will weiter investieren, ich kümmere mich aber selber drum, kann natürlich nicht weiter einen Vollzeitjob ausüben, dann spricht ja auch nichts dagegen und das sieht auch die Bank dann so. Ja, also das kann man jetzt nicht so sagen, das kam jetzt vielleicht vorhin auch falsch rüber, dass man dann sagt, nee, geht nur, wenn man einen Job hat. So ist es nicht. Ja. Aber wenn man halt jetzt 3 Eigentumswohnungen hat und denkt, man hat 500 Euro Überschuss und möchte nur noch halbtags arbeiten gehen, dann wird es schwierig, nochmal eine Finanzierung zu bekommen. Und das muss man halt unterscheiden. Es sind viele unterwegs, die aber so denken, ja, aber die, wo dann schon bei der vermögensverwaltenden GmbH sind und haben 30 Objekte drin, auch wenn da noch 20 Millionen Schulden da sind, da sieht die Bank das ganz anders, wenn das Ganze dann eben 30, 35 Millionen wert ist. Ja, genau. Also das heißt, macht langsam, überlegt, dass die Werte eben auch realistisch sind. Das heißt, jeder bewertet natürlich seine Immobilien vielleicht auch ein bisschen zu positiv, weil man sich natürlich auch gut wünscht. Die Bank muss negativ, also die muss einfach schlecht denken, sage ich mal böse. Das heißt, sie zieht einfach was ab, sie einen Sicherheitspuffer eben völlig klar. Die nimmt den konservativen Wert und macht da sogar noch Abschläge. Das ist einfach so. Und so würde ich auch immer selbst bewerten, auch wenn ich meine Objekte bewerte für mich selbst. Ich mache das ultra einfach. Das diskutiere ich auch mit dem Banker. Und wenn der Banker dann später einen Gutachten in Auftrag gibt und dann mir der Banker sagt, der Wert ist höher, als das ich gesagt hatte, dann baut das ja das Vertrauen auf. Das heißt, der Knädel erzählt nicht irgendwas von Werten, die gar nicht da sind, sondern der macht langsam. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig auch für das tägliche Arbeiten mit der Bank, wenn man immer wieder mal Finanzierungen macht. Und ja, Jürgen D. Rausch, der ist ja sowas von cool. Ich blende das direkt ein. Immer Step by Step und nicht hudele. Genau, nicht hudele. Jürgen, dich muss ich jetzt mal kennenlernen, langsam. Das ist ja der Knaller. Nicht Der ist hudele. Bade, gell? Der oder Bade noch? Bitte? Ja, der ist, muss ja aus der Ecke da unten sein. Der ist ja völlig klar, nicht Ja. hudele. Der ist ja sowas von putzig, der passt ja nun so richtig. Immer Step by Step und genau das ist es doch. Darum geht es, die Füße ruhig zu halten, nicht zu hektisch, nicht zu nervös zu werden, sondern in Ruhe und mit Kraft wachsen.
umso solider ist das, umso besser kommt das bei der Bank an, umso stabiler ist auch dein eigenes System. Das heißt, dass ja auch die Risikovorsorge, dass es eben einfach passt, ja, die Risiken im Griff zu haben, das ordentlich zu steuern. Es kann auch mal was schiefgehen. Und das Verrückte ist ja, wenn eine Sache, ich habe das selbst gehabt, dann gehen noch zwei andere Sachen schief. Das ist einfach so. Jürgen sagt hier Neustadt an der Weinstraße, da kommt er her. Und also wenn was eben schief geht, dann passieren meistens zwei andere Dinge. Gehabt, wie ich noch relativ wenig hatte, war da so Heizung kaputt gegangen, woanders eine Wohnung leer geworden und noch was. Und da ist man plötzlich am Strampeln. Und das muss man natürlich nicht unbedingt haben. Da sollte man deswegen gucken. In Ruhe, mit Kraft, durchaus eine gewisse Dynamik reinbringen. Gerade wer ein bisschen zackiger unterwegs ist, das ist schon klar. Aber eine kalkulierte Dynamik und schauen eben, dass wir zügig den Wert der Immobilie eben auch hochkriegt. Deswegen suchen wir uns ja immer so ein bisschen die hässlichen Entlein. Das ist dir sicherlich auch aufgefallen, mit was für Dingern wir manchmal ankommen. Aber da steckt ja die Musik drin, weil da kann es ja nur besser werden, so sage ich das immer. Und so ist das. Ja, dann wollen wir mal gucken, gibt es noch Fragen? Da fragt hier jemand, auf welchem Stammtisch bist du denn unterwegs? Wer ist jetzt gemeint? Der Siegfried? Beziehungsweise wahrscheinlich der Jürgen. Wir können ja beide mal raushauen und da können wir hier gleich ein bisschen Vermittlung machen. Parallel hier die Weinstraßen Connection sozusagen da unten. Ja, wenn noch Fragen da sind, ansonsten gucke ich noch mal auf mein Zettelchen, was wir noch an Themen hatten. Wir hatten ja gesagt, genau. Vielleicht kannst du mir noch mal ein bisschen erzählen, wie du. Ja, ich erzähle mal ein bisschen. Es ist manchmal ganz lustig. Wir hatten vor 3 Wochen ungefähr jemand, der hat wegen einer Finanzierung nachgefragt und bekam dann die Zusage. Und dann kam er mit nochmal 2 Objekten. Und dann haben wir erst mal geschnauft. Die Bank hat auch geschnauft, aber er hat sie alle 3 genehmigt bekommen. Objekte top, Gewinn war gut. Also es geht bei uns dann auch mal mit Ruder. Das muss dann nicht immer nur alles schön eins nach dem anderen gehen. Wir haben auch schon Fälle erlebt, wo dann der Gutachter raus ist und gesagt hat, ja, mehrere Objekte waren das. Die Zahlen sind nicht so, sondern so schätzt er es ein. Und recht gutes Gutachten wissen wir ja, mit einem Ertragswertgutachten, da wird ja dann alles in der ganzen Bandbreite offengelegt. Und unser Kaufinteressent hat es dann auch genutzt, um den Kaufpreis zu drücken. Haben wir übrigens auch öfters bei größeren Sachen, dass dann auch nicht nur bei Investoren, auch bei Eigennutzern, dass dann eben doch andere Zahlen rauskommen und wir dann auch mit dem potenziellen Käufer reden und sagen, hier, guck mal, dass dann noch ein bisschen runter. Dresd, bei Eigennutzer sage ich dann auch mal, such doch bitte was anderes, das ist einfach zu teuer oder es hat die und die Macke. Ja, haben wir alles schon gehabt. Also es kommt öfters vor, wie man denkt. Und ich sehe auch meine Aufgabe darin, meine Kunden zu beraten und ihnen die Tipps zu geben und zu sagen, lass die Finger weg. Ja, wenn dann Asbestdach drauf ist, dann sage ich ihm das auch. Ja, das wollen wir finanzieren und du solltest das auch nicht finanzieren. Du solltest die Finger davon lassen, weil das hat er dir verschwiegen und der Gutachter hat es bemerkt. Und solche Dinge, die muss man halt wissen oder dass dann halt, was wir auch schon erlebt haben, eine Wand feucht war. Ja, also nur eine Wand, die ganze Hauswand, die Hausseite war feucht. Ja, wo dann der Gutachter gesagt hat, hier stimmt was nicht, euch da mal dahinter gucken, ja, und dann haben wir dem Kunden vom Kauf abgeraten. Also das sehen wir dann manchmal auch, dass das ganz gut ist. Der Kunde ist begeistert, ob als Investor oder als Eigennutzer und sagt, ah, das ist geil, da hole ich die Rendite raus, das kriegt die und die Wertsteigerung. Und dann kommen wir und sagen, naja, von Seiten der Bank sieht so aus, ja, wir würden es dir schon finanzieren, wenn du jetzt noch ein bisschen was reinstrickst. Diesmal werden die Nebenkosten nicht mitfinanziert, aber überleg dir mal, ob das wirklich so ein gutes Investment ist. Ja, und das gehört einfach auch dazu, dass wir hier dem Kunden mal sagen, ja, solltest du nicht. Und wenn er das trotzdem finanzieren will, bitte. Ja, ich meine, wir sind Vermittler und wir sind nicht Pfarrer. Ja.
Ja, klar, aber trotzdem finde ich das ganz, ganz klasse Zug, dass du eben dann sagst, viele sagen ja dann auch, ich mische sich da gar nicht ein und dergleichen, Finanzierung geht, kommt, Provision eingestrichen und fertig. Finde ich richtig, richtig gut. Es sind, manchmal wird man auch so ein bisschen betriebsblind und sagt, okay, nee, ich will das jetzt unbedingt haben. Ich habe jetzt hier einen Monat dran rumgemacht an dem Objekt. Das kaufe ich jetzt, ja. Das kenne ich selber von mir. Also voll im Einkaufsmodus, da kann nichts mehr dazwischen kommen. Das ist gefährlich. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man da sich eben nicht verrennt. Ganz wichtig. Bei mir habe ich ja die höhere Instanz noch hinten dran. Wenn die Frau das nicht durchwinkt, dann habe ich keine Chance. Dann läuft das nicht. Umgekehrt aber auch. Okay. Ja, vielleicht mal zwischendurch einen Einblick. Ich habe noch eine Frage tatsächlich auch in Richtung in Investments, also zu den Standorten. Genau, das mache ich aber gleich. Jetzt erstmal zu dir persönlich. Du sagtest ja auch, du investierst selbst. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Erzähl mal, was du so selbst für Investments machst. Das glaube ich, dürfte für den einen oder anderen auch interessant. Ja, das ist spannend, weil dadurch verstehst du, glaube ich, auch eine ganze Menge. So kriege ich das jetzt jedenfalls immer mit, wie eben wir Investoren ticken, ja, oder selbst ja auch. Ja, da werde ich auch öfters gefragt und jetzt sind die Leute auch teilweise verwundert. Meine Frau stammt ja aus Russland, aus Moskau. Und sie wollte damals, wo die Wohnungsüberschreibungsphase stattfand, wollte sie die Wohnung verkaufen und wollte das Geld hier investieren. Und habe ich ihr damals gesagt, nee, also bei der Rendite. Und es wird wahrscheinlich mehr, sollten wir dabei bleiben. Aus diesem Investment sind mittlerweile zwei geworden. Es wird wahrscheinlich nächstes Jahr innerhalb der Familie noch eine dritte dazukommen. Dort muss man alles Cash bezahlen, weil Kredite kosten zweistellig Zinsen. Da gibt es nichts mit Finanzierung. Also das heißt, muss bar bezahlen. Und muss dazu sagen, in Moskau, die Preise sind gestiegen, sie sind auch wieder gefallen. Im Moment erholen sie sich ein bisschen, aber die Mietrenditen sind auf jeden Fall nach Steuern zweistellig. Ja, also man zahlt ja dort, man macht es über eine Agentur, die macht dann quasi die Vermietung, die zieht die Miete ein, die führt die Steuern ab, die führt die kommunalen Abgaben ab. Die Steuersätze sind ja relativ niedrig, 15% sind so viel ich weiß. Und trotzdem bleibt zweistellig übrig. Das andere ist hier haben wir nur eine Eigentumswohnung. Wir wollten hier eventuell mehr investieren, aber ich habe mich ja dann auch spezialisieren wollen, in Spanien Finanzierungen zu machen. Und die spanischen Banken sagen, du brauchst eine Residencia. Das heißt also, du musst hier gemeldet sein, dann arbeiten wir mit dir zusammen, sonst machen wir das nicht. So. Und da wir eigentlich sowieso schon seit Jahren dran waren, zu sagen, im Winter gehen wir nach Spanien, dann haben wir das jetzt so gemacht, dass wir uns in Spanien niedergelassen haben. Und wir sind jetzt da gerade an zwei Projekten dran. Das eine ist das eigengenutzte in Gandia bei Valencia, wo wir jetzt früher kaufen wollen. Und das nächste ist, da bin ich gerade dran, das ist in einer anderen Ecke von Spanien. Und da wollen wir ein Haus kaufen und wollen das umbauen und die Zimmer einzeln vermieten. Das wird ein Airbnb-Projekt. Und wenn ich dort die Renditen sehe, es sind aber immer Makro- oder Mikrolagen, wie man es so schön nennt. Die sind also brutto in der Größenordnung von 12 bis 15%. Und Jo. ja, wir haben gesagt, da wir ja vor Ort sind, wir gehen davon aus, wir sind in Zukunft 6 bis 8 unten und die restliche Zeit dann hier. Das Büro haben wir ja auch noch hier bei Fulda. Und dann würden wir halt auch dort vor Ort besser betreuen können, weil da muss man danach gucken, andere Länder, andere Sitten, andere steuerliche Regeln, andere rechtliche Regeln. Aber ich habe gesagt, aufgrund des Renditeverfalls hier werden wir nur noch dort investieren. Das heißt also, wir machen unser Finanzierungsgeschäft hier, hier kennen wir uns aus, davon leben wir. Aber wir werden auch den spanischen Markt ein bisschen abdecken, weil da eine Nachfrage da ist. Ich denke auch bei Investoren in Zukunft, die sagen, ich würde gerne meine Wohnung oder mein Häuschen auf Mallorca kaufen.
aber möglichst auch finanzieren. In Spanien ist es ein bisschen schwieriger, wie in Deutschland ein Darlehen zu bekommen. Und in Mallorca sind die Preise brutal nach oben gegangen. Also wir bemerken in den letzten 4 Jahren teilweise eine Verdoppelung oder sogar mehr, nachdem es viele Jahre runterging. Die Ausländer kaufen, aber auch hier hat Airbnb und Co. ganz gewaltig den Markt verändert. Also gerade Mallorca, Ibiza, Barcelona, auch die Kanaren. Wir waren auch in den Kanaren dran. Da haben wir auch erlebt, eine Verdoppelung in den letzten 4 Jahren in den heißen Gebieten. Der spanische Staat will das aber auch wieder einschränken, weil die Bürger dort keine Wohnungen mehr bekommen. Aber es ist in den Gebieten, deswegen sind wir nach Valencia, Gandia gegangen, weil da ist es toll, da gibt es noch keine Regelung, da wird es auch auf absehbare Zeit keine geben, weil das zum Beispiel eines der Ecken ist, wo man sehr hohe Renditen erzielen kann. Und das war Ja. das, wo wir in Zukunft investieren wollen. Sehr, sehr spannend. Spanien höre ich in letzter Zeit, also gerade Richtung Festland, immer mehr mit spannenden Renditen, auf jeden Fall in gewissen Ballungszentren. Also das heißt, du hast sehr hohe Renditen plus noch Wachstumsperspektive, was Zuzugsregionen sind. Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Sache. Jetzt habe ich eine Frage hier von Jürgen nochmal. Finanziert ihr auch Immobilien auf Mallorca? Dann auch, ne, wahrscheinlich über spanische Banken. Ich darf seit 3 Monaten darf ich. Okay, cool. Okay, also wer da Bedarf hat. So, jetzt kommt hier eine etwas längere Frage. Habt ihr einen Tipp für Leute, die noch Zinsen zahlen wollen, zwecks Cash, mehr Cashflow, also bei 70% Eigenanteil stehen bleiben, machen normale Banken nicht. Verkaufen kommt nicht in Frage und weitere Partner sollen nicht, da es in einer Hand bleiben soll und nicht bezahlen. Das ist für Leute weg. Beispiel 3 Millionen und Eigenanteil 2 Millionen und nun noch das Zinsen auf 1 Million zahlen. Versuch mal den Satz noch mal klarer zu formulieren. Ich verstehe nicht komplett. Verstehen auch Vielleicht nicht. in kurz und wir widmen uns in der Zwischenzeit noch mal einem anderen Thema. Ich habe nämlich noch eine Frage. In kurz, in einem Satz, möglichst prägnant zu fragen, was gemeint ist. Es fehlen auch ein paar Satzzeichen, da kann ich das nicht wirklich verstehen. Frage an dich, Siegfried. Und zwar folgende Situation. Ich möchte eine Immobilie finanzieren. Sie ist an einem Standort, es ist eine B-Lage. L-facher Faktor ist da vielleicht so üblich, marktüblich. Also keine Wachstumsperspektive an diesem Standort. Das ist Variante A. Variante B ist, ich bin an einem Standort, da ist ein bisschen Wachstum da, nicht so mega. Zurzeit liegt der Marktfaktor vielleicht bei 16, 17-fach. Wo bekomme ich die höhere Finanzierungsauslauf hin heutzutage? Ich habe also bei einem Standort eher einen starken Cashflow wegen dem Faktor 11, aber nicht so die Wertentwicklungsperspektive. Ich muss mehr kämpfen um die Vermietung. Muss schauen, dass ich eben eine gute Mieterstruktur habe. Und wenn mal was frei wird, dauert es mal 3, 4, 5 Monate, bis ich die Bude vielleicht wieder vermietet habe. Bei dem 17-facher Standort habe ich natürlich nicht so einen hohen Cashflow, habe eine leichte Wachstumsperspektive, kann schneller vermieten, weil der Markt straffer ist. Was wird lieber finanziert und was wird eher mit höherem Beleihungsauslauf finanziert? Also die Frage, die kann man so nicht beantworten, weil die ist ein bisschen technisch. Zum einen kann man aufgrund der Faktoren gar nichts sagen, weil man muss das Objekt dann sehen. Wo ist es denn? Ja, wenn jetzt einer sagt, das ist in Dortmund, dann ist Dortmund groß, dann kommt es eben auf die Straße an und selbst in der Straße eventuell auf das Haus. Ist es jetzt ein Hochhaus mit 50 Wohnungen? Klar. Oder 40 Wohnungen, also kann man so nicht sagen. Dann kommt es auf die Bonität drauf an. Wenn die Bonität sehr gut ist von dem Käufer und die Vermögenslage in Ordnung, dann geht in der Regel fast immer eine Finanzierung mit 100% plus Nebenkosten. Von daher würde ich sagen, einfach mal bei mir anfragen. Ja, dann sieht man das. Nee, ich wollte mal Aber diese Standorttypen so ein bisschen. Also es sind ja zwei verschiedene Standorttypen. Sonst setzt man die ja. gleiche Immobilienart voraus. Kein Hochhaus natürlich, vernünftiges Objekt, sag ich mal.
Das kann man so nicht beantworten. Es kommt wirklich Okay. auf die Lage an und es kommt auf die Bonität an. Ja, also ich muss nach wie vor sagen, wir haben die Zeit nach der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und die Banken sind gehalten, den Kunden nach der Bonität zu urteilen. Auch wenn das immer noch rumgeistert, was die letzten 25 Jahre problemlos ging. Es ist so, die Bonität ist entscheidend, ob ich selbstständig bin, ob ich angestellt bin, ob ich vermögensverwaltend tätig bin. Das wird individuell angeschaut und spielt eine ganz entscheidende Rolle zu diesen Objekten dazu. Also anhand dieses Objektes zu sagen, das wird so finanziert oder so finanziert, kann ich nicht sagen. Ja? Okay. Wenn jetzt ich wüsste, der Kunde hat 8.000 netto und ist das erste Objekt, ja, er ist angestellt, hat einen super Job, dann kann ich sagen, kriegst du beide finanziert. Ja. Wenn der Kunde sagt, ich habe 2,1 netto und noch einen Autokredit mit 20.000. Er kann's. Okay, Message verstanden. Jürgen meint, Entwicklungsperspektiven sind die Sahne zum Kuchen, sehe ich sehr ähnlich. In erster Linie muss natürlich der Cashflow und das Objekt müssen natürlich stimmen. So, jetzt Ja. springe ich nochmal rein in die Frage von Peter, hat es nochmal anders formuliert. Bestandwert laut Bank 3 Millionen, Kredit 1 Million, ab nächster Kreditverlängerung nur noch Zinsen zahlen und keine Tilgung mehr. Ist das machbar? Also auf die Kredit, auf die Tilgung zu verzichten. Schwierig, Gute ne? Frage, nächste Frage. Ja, eigentlich nicht. Weil ich denke mal, mindestens 1% Tilgung wird man abdrücken müssen. Ja, das hat die Bank ein rechtliches Problem, Zinsen alleine nicht. Also da müsste man wahrscheinlich mal eine Strategie entwerfen, wie man die zukünftige Entwicklung macht. Er will ja wahrscheinlich noch zukaufen und vielleicht da ein Paket schnüren, wo seiner Vorstellung nahe kommt. Also da mit dem Banker oder Finanzierungsvermittler reden, damit hier eine Strategie entworfen wird, vielleicht auch mit dem Steuerberater, sehe ich als sinnvoll an. Ja, auf jeden Fall. Aber sehr spannend. Ich glaube schon, dass da Wege gibt, aber nicht im Standard, so würde ich es mal behaupten. Genau. Ist ja einfach so, weil natürlich die Tilgung ja irgendwo immer gefordert ist. Richtig. Vielleicht habe ich noch mal zum Abschluss noch eine Frage. Genau, nach der Wohnimmobilienkreditrichtlinie muss die Bank die Gesamtlaufzeit natürlich angeben, ganz genau. Und die ist ja sonst unendlich ohne Tilgung. Das ist ja blöd. Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch Gesellschaften, wo vielleicht die Immobilie drin ist und da gilt die dann natürlich gar nicht. Und ohne Tilgung, sagt sie Alfred ja auch, ist natürlich keine Laufzeit mehr angebbar. Jürgen, noch eine Frage, vielleicht mal mit und ohne WOKRI. Welche Tilgungen sind zurzeit, wenn wir so mal langsam zum Schluss kommen, sind zurzeit sehr gängig und marktgängig? Was wird sehr oft gefordert? Was Investoren wollen ja am liebsten gar keine Tilgung, ist klar. Was ich auch nicht für zwingend für schlau halte. Also viele andere sagen auch wieder eher doch, um Risiko rauszunehmen, natürlich Tilgung, so die richtige Balance zu finden. Sind wir auch immer wieder am Grübeln. Wir unterscheiden mittlerweile bei den Standorten bei uns, welche Tilgung wir so machen. Was ist da so das Gängigste zurzeit? Was wird gefordert von den Banken und was ist so ein bisschen das, ja, das Spiel? Oder die Wünsche, die gegenüberstehen. Vielleicht abhängig noch von der Standorttyp, vielleicht so ein bisschen. Also, jeder Kunde würde natürlich gern am liebsten variabel haben, ohne Tilgung und möglichst jedes Jahr 5% Wertsteigerung und jederzeit neu verhandeln mit den Banken. Das ist so das Denken vieler. Wir haben ja auch Kollegen, die dann immer diese 5-Jahres-Zinsfestschreibungen propagieren, um dann in 3 Jahren mit einem Vorwartdarlehen darauf zu reagieren. Aufwertung und, und. Es ist in letzter Zeit ein bisschen leise geworden, weil ich denke, es gibt kaum Banken, wenn überhaupt Banken, die sowas machen. Der Standard ist in der Regel 10 Jahre oder 15 Jahre. Und 2% Tilgung ist auch der Standard. Im Einzelfall kann man auch mal auf 1% runtergehen.
ist die Bonität ein bisschen schwacher oder das Objekt bei der Bewertung nicht so toll, dann werden auch 3% gefordert. Wenn die Laufzeiten zu lang sind, haben wir auch bei mehreren Objekten, die nacheinander finanziert werden, ja immer das Problem im Alter bzw. nach der Wohnimmobilienkreditrichtlinie mit der Anschlussfinanzierung, mit den entsprechenden Szenarien zu rechnen. Dann Tipp von mir. Lasst euch da auch mal den einen oder anderen Bausparvertrag zur Zinsabsicherung dazu verkaufen. Dann habt ihr nämlich das Problem nicht, sage ich jetzt mal pauschal. Meine Banker würden mich jetzt dafür kreuzen. Kreuzigen, nicht kreuzen, kreuzigen. Ja, aber es ist tatsächlich so, wenn ich halt von vornherein verteile des Darlehens oder fürs Gesamtdarlehen eine Gesamtlaufzeit von 25, 27, 30, 32 Jahren fest habe, dann muss ich den Kunden eben nicht mehr berechnen, ob er es in der Rente noch bezahlen kann, weil dann weiß ich, bis dahin ist Schluss oder da ist ein Restdarlehen da und dann kann ich zur Rente hin auch sagen, ja, der hat einen Sohn, der verdient gut, der übernimmt es. Oder es wird an die Kinder verkauft, oder er will das Objekt abstoßen, kann man da ein bisschen gestalten. Aber um wieder auf die Tilgung zurückzukommen, mit 2% sollte man eigentlich immer kalkulieren. Und je nach Bonität muss es ein bisschen mehr sein oder kann es ein bisschen weniger sein. Ja, also auf jeden Fall spannend. Wir machen fast sehr, also sehr, sehr oft, weil wir in nicht so prosperierenden Standorten teilweise unterwegs sind, sehr gerne 3% Tilgungen, weil wir eben auch mit niedrigen Faktoren arbeiten. Da gibt der Cashflow das her und damit sind wir eigentlich sehr, sehr entspannt. Dafür holen wir uns meistens ein Jahr tilgungsfrei. Das funktioniert eigentlich sehr gut, um an dem Objekt noch zu arbeiten. Bank sagt dann auch meistens, ja, das kann man machen. Und das ist dann ein schönes Gesamtkonzept. Aber das kann man sehr schön abstimmen auf die Immobilienstrategie, so eine Genau, Darlehensstruktur. ja. Kommt man gar nicht oft so da drauf. Nee. Dass wirklich, dass man das kongruent machen kann mit der Immobilienstrategie. Das heißt, wenn man jetzt eben, warum gleich viel tilgen, wenn am Anfang wenig Miete reinkommt, weil ein Teil der Wohnung leer steht, den man erst vermieten muss, versteht jeder Banker, habe ich in der Diskussion sehr oft gehabt. Und jeder sagt, nee, mach doch tilgungsfrei und dann später erst. Und das geht ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, tausend, tausend Dank. Ja, immer wieder, wie Mike auch sagt, dann greife ich Mike auf und blende es auch gerne ein. Immer ein interessantes Thema, deutlicher kann man es nicht sagen. Dann sage ich dir erstmal tausend Dank, wer dich, wie gesagt, hautnah erleben möchte, schnappt sich am besten gleich ein Kongressticket. Wir sind ja jetzt in der heißen Vermarktungsphase und der kann sich auch einen Termin mit dir schnappen dann. Die ersten Infomails gehen, glaube ich, Montag, also morgen schon raus. Ich bin ein bisschen gaga mit den Wochentagen. Warum? Stephanie sagt auch danke für die vielen Infos und tschö mit Ö, sage ich auch. Und ja, wir haben jetzt noch 12 Tage und dann geht es eben richtig los. Wochentage, ganz egal. Wir bereiten eben alles schön vor. Freuen uns auf richtig spannende Tage mit allem drum und dran. Geht ja los mit dem Cashflow-Event am Freitagabend. Es wird auch noch einiges dazu bekannt gegeben werden in den nächsten Tagen. Auch die eine oder andere Überraschung wird es geben und wohl geben. Wir arbeiten noch heftig im Hintergrund. Das glaubt man manchmal gar nicht, wie sehr. Zurzeit machen tatsächlich aber auch die Immobilien auf unserer Seite viel Freude, weil der Dealflow läuft. Das ist so. Man glaubt es kaum, aber wir haben gerade jetzt wieder eine Zusage bekommen, sogar was in Frankfurt. Also Frankfurt am Main muss man auch erstmal rankommen. Ja, Richtig. also das werden wir sogar mit einer Buy and Hold, gemischten Buy and Hold Strategie machen, um den Faktor 20 rum, wo wir noch optimieren können, runter vielleicht auf 17. Und das ist richtig spannend in Frankfurt auf jeden Fall. Ja, dir nochmal tausend Dank fürs Mitmachen, fürs Live dabei sein. Auch mal was anderes, ne? Allen Teilnehmern hier vielen, vielen Dank fürs Kommentieren, viele Fragen, Antworten dazu noch, auch gegenseitig. Eben die Unterstützung, Vernetzung hat hier stattgefunden, Verabredung auf dem Stammtisch parallel in den Kommentaren, was will man mehr?
In dem Sinne sage ich einen schicken Abend, schicken Restsonntag und dir überlasse ich gerne die letzten Worte und ich sage ciao, ciao. Ja, also ich bedanke mich auch recht herzlich und möchte auch noch mal ein bisschen Werbung für den Kongress machen. Es sind ja, soweit ich jetzt weiß, drei Finanzierungsvermittler da und wir ergänzen uns teilweise, wir überschneiden uns teilweise und ich kenne die Kollegen, den einen persönlich, den anderen werde ich dann noch persönlich kennenlernen, aber wir haben schon öfters telefoniert. Und auch wenn das in den Gruppen manchmal so aussieht, wie wenn wir uns ja die Köpfe heiß reden und diskutieren, ich würde mal sagen, die drei Leute, die da sind, die sind eine unheimliche Bereicherung und ich kann auch jedem raten, also ich bin alle 2 Tage da, nicht nur die 2 festen Termine auf der Bühne. Ich werde es genauso handhaben, wie ich das immer auf Messen, Kongressen handhabe und soweit ich mitgekriegt habe, auch die 2 Kollegen auch. Man kann uns also den ganzen Tag irgendwo ansprechen, Fragen auch zu bestehenden Finanzierungen, Strategien haben, weil wir haben ja auch sehr viel mit den steuerlichen Sachen oder mit diesen Gestaltungsdingen zu tun. Wir sind keine Steuerberater, wir sind keine Notare, wir sind keine Rechtsanwälte, aber im Rahmen der Finanzierung müssen wir das manchmal tun und tun das auch sehr gerne. Also nutzt auch hier die Gelegenheit, diese 3 Fachleute kennenzulernen und ihr habt sie 3 Tage voll zur Verfügung, das machen sie alle 3. Und so viel wissen wir auch von diesen 3. Bekommt, kriegt er wahrscheinlich sonst nicht so geballt wie in diesen Tagen und so viele Infos und nutzt die Zeit auch für die Einzelgespräche. Ja, cool. Dann sage ich nochmal besten Dank für diese Einlage. Das war nicht abgesprochen. Vielen, vielen Dank, sage ich. Und in dem Danke auch. Sinne einen schicken Abend allen und ciao, ciao. Ciao.